Mahlzeit, Leute, hier sind wir wieder. So, und wir verlassen die Insel erstmal wieder. Wir gehen zur neuen Insel, da waren wir. Und mein Fernglas. Da haben wir das letzte Mal. Wo es so kahl aussieht, hier sehen wir keine Insel. Da sehen wir keine Insel, zu der müssen wir. Also muss ich aufpassen, dass ich hier nicht hängen bleibe. Also, los geht's. Los. Genau, los, dann los. Meine kleine Hütte fall. Ich fahre direkt drauf zu. Und ich kann gleich runter. Oder? Warten wir. Feuer! Schön. Ja. Ich will dahin. Da waren wir das letzte Mal, da war eigentlich nichts außer die Kartoffeln und die zwei Früchte, die wir gefunden haben. Dann haben wir nur die Insel und die hatten wir schon. Da müssen wir aber nochmal hin wegen den Schwein und der Schlange. Für die eine Trophäe von wegen hier Arche. Alle Tiere mitnehmen. Ich brauche allgemein nicht mehr so viel von den Inseln. Dann wird das jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Also werden wir relativ schnell eigentlich, weil das einzigste, was ich noch bauen muss, sind aus Holz die Sachen, also aus den Treibholz und normales Holz. Still auf einmal. Es leckt. Ist weiter. Man sieht hier leider auch nicht. Da ist schon mal ein Boot. Man nicht sieht. Ja, da. Ja, das zweite Segel brauche ich ja hier eigentlich nicht mehr anmachen, weil schneller wird man dann leider durch auch nicht. Vielleicht ab einer gewissen Größe, aber meines ist jetzt noch nicht so groß. Das ist ja. So, mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Wahrscheinlich auch nicht viel. Aber wir wollen ja in die Boote rein. Und wir brauchen Wellblech. Auf alle Fälle Wellblech und Holz. Ein Holzstöcker. Stöckerholz. Und kein Stämmeholz eigentlich. Stämmeholz haben wir eigentlich genug. Von den Stämmen, von den Baumstämmen. So, sind wir da. Ja, Punktlandung. Aber ich werde trotzdem wie immer hier erstmal alles auf den Haufen werfen. Einmal rumrennen. Da haben wir schon mal ein Boot. Oh, hier waren wir ja, glaube ich, schon mal. Ah, hier sind wir, wo wir gestrandet sind. Außersehen, wo wir uns verfahren haben, gelandet. Ja, finden wir schon wieder Bretter und Steine und es fängt an zu regnen. Cool. Die werde ich alle auf den Haufen packen. Genau wie die Pflanzen. Weil, damit können, ich meine, brauchen tun wir sie nicht mehr, aber, falls wir Not an Mann haben, dass wir die holen können.
alle Fälle viel Treibholz. Zweimal Treibholz hier. Zwei Boote, die ich erstmal so gesehen habe. Jetzt brauchen wir hier eh nicht noch aufspritzen, Wasser gucken. Aber auch kein Wasser. Also keine blauen. Auf alle Fälle, das muss nicht. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Steine können hier bleiben. Die Bretter nehmen wir natürlich mit. Und aus Holz basteln wir uns einfach was. Muss es ja nicht. Was gibt's hier so Schönes? Farbe pflanzen. Ah, das ist natürlich jetzt anfängt zu regnen, ist kacke, aber naja. Die Stöcker meine ich, die brauchen wir auf alle Fälle. Die eigentlich nicht mehr so. Aber die nehmen wir trotzdem mit, weil wir daraus halt sehr viel Wasser gewinnen können. Und aus dem hier, diesen Goldwert, die Dinger, wegen Verband, wegen Stoff. Wegen Seile. Verbandstoff, Seile. Ja, ich hab Durst. Ja, nehmen wir gleich mit. Die Stämme, wo schmeißen wir denn die Stämme hin? Schmeißen wir hier hin. Aber was wir immer brauchen, ist ein Lagerfeuer. Denn ohne Lagerfeuer geht nicht. Ein Lagerfeuer braucht man. Ja, sein. Werden wir unser Boot gleich vollpacken. Müller. Meine zum Wiedererkennungswert werde ich ja eh alles abholzen, das muss es nicht, ne? Aber ich werde hier als. Ich werde die Bäume jetzt nicht unbedingt zerteilen. Und ich brauche noch ein bisschen Lehm. Aber drei Steinhaufen hier, ne? Nicht wundern, warum ich kein Zelt baue. Ich schlafe gerade nämlich auf dem Boot mit meinem Feldbett. Den hier wiederfinden, so muss ich weiter rausnehmen. Da wo die tausend Dinger sind, das ist unser Zuhause. Ah, es war mein Feldbett drin, falls wir hier sehen haben.
Ja, okay, aber es. Ich wette, hier sind auch keine. Doch, sind es noch. Kokosnüsse da. Wenigstens ein bisschen was. Oh, es sieht doch vorne recht freundlich aus. Die muss auch mit. Ich meine, die Stämme nehme ich mit. Wenn ich Platz habe, wenn ich zweimal fahren muss und Platz habe, dann nehme ich die natürlich mit. Das ist ja dahin wollen wir. Kein Lehm, kein Hai. Ein Hammer. Hammer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hammer nehmen wir mit, weil. Ja, warum nicht? Ne? Hi. Irgendwo. Ja, okay, machen wir weiter. Und Spind. Lampe brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Klebeband ist auch gut. Hier sieht weiter nichts aus, als ob hier was wäre. Ich tauche mal lieber hier auf. Das ist schön. Nehmen wir mit. Ich muss jetzt aber leider wieder auftauchen, mal kurz. Wieder runter. Oh, leider keine Ersatzteile für mein Boot. Also immer wieder zurück. Ich finde mal hier irgendwo Lehm. Okay, sieht nicht so aus. Ah
Ein wenig Platz haben wir noch. So, was haben wir hier? Hammer. Klebeband. Und zwei Kisten. Mit wichtigen Teilen. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich brauche hier irgendwas in der Hand. Den brauche ich auf alle Fälle nicht. Laterne ist schon schön. Eine Laterne, die braucht man. Das beides kann ich dann gleich hier reinpacken. So. Das Seil nehmen wir damit rein. Schön. Könnte man noch hier brauchen. Oh, Feldbett schon mal aufschlagen. Warten bis Nacht ist. Ich hab Durst. Vorher vielleicht mal eine Kokosnuss, einer Kokosnuss lutschen. Wenn ich eine finde, heißt es. Hier war keine drauf. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Machen wir gleich das Teilbündel ab. Ja. Zack. Ja, nicht so weit. So. Kokosnuss? Keine Kokosnuss. Kokosnuss? Ja. Aber die werden wir morgen früh trinken. Das. Ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier auf der Insel schon mal war. Schlafen. Schlafen. Ja, ich weiß, dass wir Wasser finden müssen. Ich weiß ungefähr wohin. Okay, das traue ich nicht. Das war sogar noch meine Axt. Ah, nein. Die war nicht gut vorbereitet. Axt kaputt. Kein Wasser hier hinten. Gibt es auch keine Pflanze, wo man jetzt sagen könnte, die könnte man essen. Dann müssen wir wohl jetzt, wohl über Öl, ganz schnell auf das Boot. Und dann mal wieder nach Hause.
ein bisschen überleben war. Ohne Essen und ohne Trinken. Da ist Lehm. Aber einmal Fässer haben wir schon mal. Okay. Hier scheint es unten drinnen nicht wirklich dazu geben. Einmal Fässer. Haben wir hier. Oh, eine Dose. Das ist wieder so dämlich ein Kompass. Nehmen wir auch mit. Taschenlampe nehmen wir auch mit. Haben wir zwar auch schon zu, naja, öfteren zu Hause. Lehm nehmen wir auch gleich. Lehm brauchen wir. Geh weg. Lehm brauchen wir noch für unsere Tonflaschen. Ich weiß jetzt. Wow. Das war knapp. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viele Tonflaschen oder wie viele ich davon brauche. Sieht man hier noch. Sieht man hier noch was rausgucken. Hier auch nicht. Keine Luftblasen. Kein weiteres Schiff hier. Also die Insel ist jetzt nicht so toll. Leider nichts Besonderes. Ja, ich weiß, dass du das auf jeden Fall. Schön. Lampe haben wir in der Hand, so. Und auch weg. Und weg. Zweimal essen, das ist schon mal gut, aber naja, ist auch nicht so, dass man Durst habe ich, Hunger habe ich, kann ich lassen. Also was ich machen kann ist hacken.
Dann gehen wir noch mal ins Wasser und holen uns ja noch ein bisschen Lehm. Machen daraus unsere zu Hause unsere Lehmflaschen. Ich glaube, denke mal, 8 Stück dürften reichen. 5 Portionen drinne. Nee. Aber was man noch mitnehmen können. Hey, komm her. Sind unsere Fä Komm mit. Sind unsere Fässer. Es sind noch relativ viele Inseln, die wir noch nicht gesehen haben. Unser Zuhause. Da muss ich aufpassen, das ist so ein Seeigel. Ja, viele giftige Viecher hier. Ja, ich dehydriere, ist in Ordnung. Ich hole nur noch das eine Fass, schmeiße die 3 Fässer aufs Boot. Packen meine 7 Sachen ein und dann auf. Zurück. Also hier, komm mit. Das war eine Krabbe. Los, ich komme. Wollt doch nicht. Los.
das kommt da raus. Das können wir gleich da mit reinwerfen. Das ist voll, hier kann noch was rein. Hier kann auch noch was rein. So, so, so. Nur noch mal kurz was gucken, ob das da jetzt die Insel ist, die ich meine. Ja, das ist meine. So, wieder raus und das nächste Festung. Bevor ich hier gleich verdurste, verhungere, alles. Ja, ich könnte jetzt hier eigentlich dieses Ding da essen, was da drin ist, aber das brauche ich. Auch keine diese Krabben. Keine Kokos, was mir hier dran ist. Auch nicht. Zack. Zack. Ja, erstmal brauche ich dann eine neue Axt. Dann brauche ich ja alle Fälle eine neue Axt und erstmal was zu trinken zu essen. Dann gurke ich jetzt hier noch, dann nachher nochmal rüber, fälle die letzten zwei Palmen, hol mir die Steine hier weg. Das ist da vorne, also die Steine hole ich mir nicht weg. Bloß halt, dass die Insel, wenn dann auch wieder komplett leer ist, dass das hier vorne alles liegt. Denn wenn ich Steine brauche, kann ich ja dann gucken, wohin, wo ich welche Insel noch nicht nochmal so befahren habe. Oder so vorbeifahren. Meistens, wenn ich Steine oder so brauche, dann habe ich ja den Rest. Eigentlich könnte man über 3 Tage ohne Wasser leben, aber natürlich bei der Hitze ist es ja was anderes. Also die hier ist voll, nehmen wir mit. Die hier ist voll, nehmen wir mit. Die hier ist auch voll, nehmen wir auch mit. So, das brauche ich. Das brauche ich noch bei mir auf der Insel. Dann habe ich jetzt. Also geht das? Ja. Schon nochmal 3 Plätze frei. Jetzt nehme ich die 3 Stöcker mit. Auch Schwachsinn ist. Bäume haben wir hier nicht mehr, oder? Aber wir haben irgendwo Treibholz gehabt. Ja, wenn, dann fahre ich nur voll los. Und nicht hier. Dass ich mehrmals fahren muss. Aber wie es aussieht, nehme ich nächstes Mal mir doch wieder ein paar Stämme mit, da ich schon sonst leer fahren würde. Nehmen wir auch. Irgendwo war noch ein. Wird schon wieder dunkel. Wow. Da irgendwo noch Treibholz gesehen. Da. Nehmen wir. Okay, ich bin voll. Gut.
Oder hatten wir da noch eine halbvolle Kiste? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja. Und nochmal zurück. Ja, ich werde wahrscheinlich nächstes Mal auf alle Fälle wieder Stämme mitnehmen müssen. Wenn ich hier bin. Ja, warum soll ich denn das alles hier liegen lassen, wenn ich es auch auf unserer Insel haben kann? Wenn ich hier eh lang gurke. Bloß ist es für mich besser zu sehen, auf welche Insel wir schon waren, welche nicht, wenn da keine Bäume mehr draufstehen. Oh, sind voll. Schön. Und bevor es dunkel wird, fahren wir los. Also müssen wir das drehen, das Boot. Alle, ja. Naja, wenigstens haben wir drei Fässer, die können wir hier irgendwo reinklatschen, denn dahin muss ich. Dass das Boot nicht mehr so komisch liegt. Ja, wenn ich jetzt überhaupt noch einen linken kenne. Zweifle ich nämlich ein klein wenig. Ich sehe auch nichts, ne? Doch, ich kann noch linken. Und das meinte ich, wo ich, warum ich diesen kleinen Dreieck gebaut habe. Das ist nämlich da vorne. Da ist der Turm. Da ist irgendwas anderes, was ich gebaut habe. Nur Leute, so, doch da ist der andere kleine Turm an der Inselecke. So Leute, somit fahren wir wieder nach Hause. Ein vollgeladenes Boot mit wieder mal drei Fässern. Ich muss ein bisschen entgegensteuern hier, sonst fahren wir an unserer Insel vorbei. Also Leute, somit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.